Endlich ist sie da. Auf die habe ich zu lange gewartet. Hallo, ich bin Marcel, Trainer bei Swisscom Academy. Und bevor ich jetzt selber eine Runde Assassin's Creed zocke, gebe ich dir 3 Tipps, wie du deine neue Xbox optimal bei dir daheim mit deinem Swisscom-Netz einbinden kannst. Tipp Nummer 1, Upgrade auf Glasfaser. Ein Glasfaser-Upgrade lohnt sich vor allem für Gamer und für Online-Gamer. Oder Cloud-Dienst wie Xbox Game Pass Ultimate nutzen. Weil Glasfaser verringert die Latenzzeit stark, egal welche Internet-Speed dein Abo hat. Das heisst, weniger Lag, gleich flüssiger Spielerlebnis. Und so reicht es vielleicht auch mal für einen Sieg in Warzone. Im Swisscom Kundencenter kannst du ganz einfach nachschauen, ob du an deinem Wohnort upgraden kannst. Falls Glasfaser verfügbar ist, kannst du mit ein paar wenigen Klicks das Upgrade machen. So, jetzt nur noch einstecken und los geht's. Falls Glasfaser an deinem Wohnort noch nicht verfügbar ist, keine Angst. Ich habe noch ein paar weitere Tipps. Wie zum Beispiel schlau vernetzen. Die neue Xbox ist ziemlich gross. Den richtigen Platz für sie zu finden, gar nicht mal so einfach. Versuch sie trotzdem so zu platzieren, dass du sie mit dem Netzwerkkabel verbinden kannst. Im Gegensatz zu einer WLAN-Verbindung profitierst du mit dem Kabel von höheren Geschwindigkeiten, mehr Stabilität und einer geringeren Latenz. Ah, fast vergessen. Wenn du mehrere Geräte mit dem Netzwerkkabel verbinden willst, dann brauchst du am besten einen Gigabit-Switch. Der Link zum passenden Switch findest du in der Beschreibung. Du gehst nicht im Wohnzimmer, sondern lieber allein im Zimmer und hast stärker Internetanschluss? Dann kannst du deine Xbox über eine WLAN-Box 2 von der Swisscom ins WLAN einbinden. Einfach deine Xbox per Kabel an die WLAN-Box schliessen und schon kannst du in aller Ruhe weitergamen. Die WLAN-Box 2 und die Internet-Box 3 unterstützen beide den neuen Standard Wi-Fi 6. Im Gegensatz zum alten Wi-Fi-Standard profitierst du von schnelleren und stabileren kabellosen Verbindungen. So klappt das Game auch dort, wo du keine Möglichkeit hast, das Kabel direkt anzuschliessen. Und der schöne Nebeneffekt ist, die WLAN-Box 2 erweitert das WLAN von deiner Internet-Box auch für alle anderen Geräte in deinem Netzwerk. So, jetzt kommen wir zu meinem letzten und meinem Lieblingstipp. Tipp Nummer 3, Traffic priorisieren. Mit der Internetbox 3 und ihrer integrierten Quality of Service Funktion kannst du deine Xbox in der Datenübertragung gegenüber deinen anderen Geräten priorisieren. Und so funktioniert es. Gebe deinem Browser http://internetbox.home ein und log dich da mit deinem Passwort ein. Aktiviere links im Menü den Expertenmodus. Und klick auf Applikationen. So, jetzt kannst du hier auf Priorisierung klicken und deine Xbox auswählen. Fertig. Diese Einstellung reduziert Latenzzeit und garantiert eine stabile Upload-Verbindung. Auch dann, wenn bei dir daheim andere Geräte parallel viel Datenverkehr verursachen. Zum Beispiel, wenn die Brüder wieder mal auf Twitch im Streamen ist. So, deine neue Xbox ist jetzt optimal im Swisscom-Netz eingebunden. Yes! Jetzt fehlen nur noch die richtigen Games. Wenn du wissen willst, wie du ohne Kreditkarte kaufen kannst, dann klick jetzt. So, jetzt wünsche ich dir viel Spass mit deiner neuen Xbox.